Yo, servus Leute und damit ein herzliches Willkommen. Hier ist euer Legion Games LP natürlich nur für euch. Und was seht ihr da gerade im Hintergrund? Wir sind voll in den 90ern gelandet, glaube ich. Ja, ihr seht gerade Counter-Strike Nexon Zombies. Okay, der Husten ist weg. Leute, ich bin ein richtig schlechter Counter-Strike-Spieler, habe ich mal eben so gemerkt. Ich habe dieses Spiel früher nie gespielt, weil ich hatte auch wirklich sehr spät, ich glaube erst im Alter von 18 Jahren oder so, meinen allerersten PC gehabt, weswegen ich diese Spiele nie spielen konnte. Counter-Strike, Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, Half-Life und solche Sachen, die kannte ich überhaupt gar nicht. Und ich habe echt gemerkt, ich krieg's nicht hin. Ich bin echt kein guter Ego-Shooter-Spieler auf dem PC und dann noch bei Counter-Strike, uiuiuiui. Also wirklich, Leute, ich kann Call of Duty auf der PS3 auf jeden Fall um einiges besser. Aber war auch meine allererste Runde überhaupt gewesen. Ich habe vorher noch nie Counter-Strike gespielt. Und worum geht's eigentlich in diesem Spiel? Es geht darum, dass man in typischer Counter-Strike 1.6-Manier Zombies erledigt in verschiedenen Spielmodis. Ich glaube sogar bei Counter-Strike Nexon Zombies ist sogar auch das normale Counter-Strike 1.6 irgendwie doch vorhanden. Jedenfalls gibt es bestimmte Server dafür. Ich habe jetzt gerade erst 5 oder 10 Minuten so gespielt, also wirklich erst diese Runde eigentlich. Und ich habe es mir wirklich noch nicht so genau angeguckt. Und es ist aber ganz lustig und ihr merkt, ich mache die meisten Kills oder ich mache überhaupt die einzigen Kills als Zombie und das ist wirklich cool. Diesen Spielmodus, den ich dort gerade gespielt habe, war auch mit Bots gewesen, weil ich dachte so, ja mit richtigen Spielern, das ist ein bisschen nervig. Denn ich habe sogar schon gesehen, wie sie sich alle in Ecken vercampen und warten, bis Zombies kommen, die dann töten. Und man hat eigentlich gar keine Chance als Zombie und das ist ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich mit Bots gespielt. Und es geht darum nämlich, dass einer zu Beginn dieser Runde als Zombie infiziert ist. Er muss sich dann natürlich Menschen suchen und sie hauen mit seinen Klauen. Das hat sich gereimt. Coole Sache. Und derjenige ist dann infiziert und wird auch zum Zombie. Und immer so weiter. Das ist genau eigentlich das gleiche wie bei Call of Duty so ein bisschen. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich mag die Grafik auch irgendwie. Ich mag diese alte Grafik. Irgendwie mag ich es einfach. Obwohl alle Leute sagen, ey, voll die scheiß Grafik. Ja. Aber ich find's cool. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und ich mache jetzt einfach auch aus diesem Video ein kleines Commentary in der Art von, welche oder was ist man heutzutage noch gewohnt? Ne, solche Spiele kennt man ja eigentlich gar nicht. Man kennt nur noch Call of Duty und Battlefield. Man geht einfach ins Spiel rein und kann es. Es gibt wirklich kaum noch Skillshooter, wo es wirklich darauf ankommt, was zu können. Also ich finde, manche Leute sagen ja, ey, wo ich Battlefield das erste Mal gespielt habe, oh, das war so schwer gewesen. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen Erfahrung mit Shootern hat, dann kommt man wirklich in ein paar Minuten in dieses Spiel rein. Ich hatte damit wirklich eigentlich nie so große Probleme gehabt. Und bei Call of Duty, das ist einfach nur Gewöhnung. Denn kennst du einen Call of Duty, kennst du irgendwie alle Call of Duties. Das ist einfach so. Da gibt es keine großen Neuerungen im Gameplay. Und man merkt einfach, wenn man ein Gameplay sieht und man weiß nicht, welches Call of Duty es ist. Man weiß aber, es ist Call of Duty. Und ich würde mir wirklich in Zukunft mehr solche Spiele wünschen, wo es wirklich auf Aiming ankommt und auch auf ruhigeres Zielen und ein bisschen auf Skill und sowas. Es gibt da so ein paar Spiele, Shootmania und sowas. Und darauf hätte ich mal wieder richtig Bock, dass irgendein wirklich AAA-Hersteller solche Spiele raushaut. Das fände ich mal richtig gut. Diese ganzen Shootmania und sowas, das ist alles, das sind meistens wirklich Indie-Publisher, die diese Spiele raushauen und das finde ich doch wirklich ein bisschen schade. Es ist doof, mir gefällt es auf jeden Fall nicht, weil ich habe echt keinen Bock mehr auf Call of Duty. Ich hole mir auch das neue Call of Duty nicht, also wenn da jetzt jemand wartet auf einen Webman Locked von Call of Duty, nein, ich habe da keinen Bock drauf, Leute. Es gibt wirklich deutlich wichtigere Sachen, die ich mir mit diesem Geld holen würde und sowas werdet ihr niemals sehen von mir. Call of Duty, ich bin damit einfach fertig, Leute. Ich sehe zwar immer wieder das Gameplay jetzt von Advanced Warfare oder Ghost Recon. Nee, das war das andere Spiel. Advanced Warfare heißt das neue Spiel, glaube ich. Und es macht mich immer ein bisschen heiß, ne? Also so ein bisschen interessant ist es ja schon, wenn man es sieht. Gerade so mit den neuen Ausrüstungsgegenständen da und so, wo man Bälle werfen kann und sein Exoskelett vorhanden hat. Und das ist schon irgendwo ganz interessant, das auf jeden Fall. Aber ich will es mir nicht kaufen, trotzdem nicht, weil ich weiß ganz genau, es ist im Prinzip nur Call of Duty Modern Warfare 2 oder Black Ops 2 mit ein paar Neuerungen. Und dafür bin ich nicht bereit, wieder 50, 60 Euro auszugeben, also wirklich nicht. Ich würde mir wirklich solche Spiele in Zukunft mehr wünschen.
Oh ja. Und ich habe vielleicht vor, auch so ein paar Gameplays davon auch hochzuladen. Ich werde mich jetzt so ein bisschen reinfinden in das Spiel in den nächsten Tagen. Und vielleicht am Wochenende kommen dann davon auch wieder die nächsten Videos. Ich muss mal gucken, wie ich's... Ja, ich... Ey, vielleicht ist es auch ein Scheißspiel. Kann ja auch sein, weil es hat wirklich schlechte Kritiken bekommen im Internet. Aber ich habe mir so gedacht, Counter-Strike ist gut. Zombies ist noch besser. Infizierte ist auch gut. Ein Ego-Shooter ist auch gut. Und das kostenlos. Dieses Spiel ist komplett kostenlos, aber man kann sich wohl auch für echtes Geld Waffen kaufen. Was natürlich irgendwo gerechtfertigt ist, weil dieses Spiel ist ja auch nur über 10 Jahre alt und man muss ja noch ein bisschen Geld daraus holen. Und deswegen kann ich das irgendwo ein bisschen verstehen mit einem kleinen Augenzwinker nebenbei. Und was gibt es noch Neues, Leute? Was gibt es noch Neues? Ich mache im Moment so ein bisschen so Freestyle-mäßig. Ich plane gar nichts mehr von meinen Videos. Ich sehe einfach so ein Spiel bei Steam, lade es mir runter, gucke, ob es mit Fraps kompatibel ist, nehme es auf und zocke es einfach eine Runde. Und dann denke ich mir so, ey, yo, ich muss mal wieder irgendwas auf YouTube bringen. Und dann mache ich dazu ein komplett improvisiertes Commentary. Und es scheint ja auch wirklich wieder den Leuten zu gefallen. Und einige freuen sich auch wirklich, dass ich wieder zurück bin, Leute. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auch. An meine lieben Fans, Mr. Mazzetto und sowas hier. Ja, dieses Gesocks. Und Cruiser LP und so, meine treuen Fans. Ich liebe euch alle, Leute. Und ich bin wirklich froh. Es ist wirklich immer nur so zwei Hände voll von Leuten, die aktiv noch dabei sind. Also, die auch aktiv Kommentare schreiben und die schon seit Jahren dabei sind. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Leute, die noch aktiv dabei sind. Aber es gibt so echt zwei Hände voll von Leuten, die schon seit vielen Jahren dabei sind. Und ich bedanke mich an jeden, der mich noch schaut. Euer Legion Games LP.